Der Apfel, das ist Werders Symbol. Doch die Körbe und Kisten, die das Havelland in Richtung Berlin verlassen, sind mittlerweile auch mit vielen anderen Obstsorten gefüllt. Vor allem auch mit Gemüse. Bewässerungsanlagen, Technisierung und die Zusammenlegung der vielen kleineren Garten- und Landstücke im Rahmen der Kollektivierung ließen regelrechte Obstfabriken entstehen. 17 Millionen Apfelbäume hat jemand gezählt. Dies ist das größte Obstanbaugebiet der DDR. 10.000 Hektar weit reichen die Plantagen. Erdbeeren, Kirschen, Äpfel, Birnen, Pflaumen und Gemüse. Die meisten Arbeitsvorgänge haben Maschinen übernommen. Auf diesen 80 Hektar schaffen es 2 Traktoristen. Bis auf die Ernte, versteht sich. Der Gemüseanbau nimmt immer mehr Raum. Der 8. SED-Parteitag 1971 forderte auch vom Havelland einen erheblich größeren Beitrag für die Versorgung der DDR-Bevölkerung. Seitdem verändert und entwickelt sich die Landwirtschaft in diesem Gebiet nach einem ehrgeizigen Plan. Früher Blumenkohl wird hier geerntet, in Schichtarbeit. Vor 6 Jahren standen auf dieser Fläche noch Obstbäume. Der Plan fordert Tempo. In der DDR kommen Waren häufig in Schüben in die Läden. Heute, mag sein, gibt es keinen Kohl. Morgen vielleicht mehr, als Appetit darauf besteht. Der Plan zählt die jeweilige Menge bei den Produzenten. Dies gilt dann als Ertragsnachweis, kann aber beträchtlich von den Verbrauchsziffern abweichen. Transport- und Lagerverluste, vor allem jedoch der Export nach West-Berlin, verringern für die DDR-Konsumenten das Angebot. Große Gewächshauskulturen, Produktionsstätten unter Glas und Plaste sollen den Ertrag im Havelland steigern und vor allem wetterunabhängig machen. Diese Gurken bringen Devisen. Sie gehen zu einem Teil an die Kosmetikindustrie in West. Knapp 10 Jahre erst gibt es in Werder und Glindow den industriemäßigen Treibgemüseanbau. Das Planziel insgesamt, der Pro-Kopf-Verbrauch soll dem anderer Industriestaaten angeglichen werden. In Zahlen, 90 bis 95 Kilo Obst und Gemüse soll jeder DDR-Bürger im Jahr verzehren können. Wie viel es heute sind, bleibt offen. Die Tomatenbrigade, übrigens im Gegensatz zur Gurkenbrigade fast nur Frauen, ist dem Plan bereits voraus. Die Kollektivierung, das betonen die Obst- und Gemüsegenossenschaften immer wieder, habe dem Havelland einen großen Fortschritt gebracht. Kartoffelbauern investieren allerdings noch, so hört man, weil zurzeit auch die Preise stimmen. Und für die Kartoffelrodung, so nennt man die Ernte, bietet ein ostdeutsches Unternehmen aus Weimar, das früher zum DDR-Kombinat Fortschritt gehörte, etwas sehr Fortschrittliches an, sogar eine echte Marktneuheit. Eine Erntemaschine, die, und das ist das Neue, seitlich zum Trecker geführt wird, 2 Reihen parallel ernten kann. Hier sieht man es im Einsatz. Die Kartoffelnester unter der Erde werden durch die Seitwärtsführung geschont, denn der Traktor fährt ja nicht mehr als erster drüber, wie es bisher beim Hintereinander von Zugmaschine und Erntegerät üblich war. Preis 85 bis 90.000 Mark. Und auch mit dieser Sortiermaschine für 120.000 Mark, die bei gewaschenen Kartoffeln schlechte von den guten trennen kann, das besorgen 3 Kameras im Inneren und damit 3 Arbeitskräfte als Sortierer einspart, auch dafür hofft die Weimar Werk GmbH auf Aufträge. Der Erfolg mit den Geräten zur Kartoffelmechanisierung wird nämlich wesentlich über die weitere Zukunft des Unternehmens entscheiden, das noch voll zur Treuhandanstalt gehört und ums Überleben kämpft. Diese Ausstellung führt gewissermaßen zurück zu den Anfängen der Traktorentechnik. Und da denkt man natürlich zuerst an den Namen Lanz. Vor allem Lanz Bulldogs sind hier auch zu sehen. Bulldog, diesen Namen versteht man sehr schnell, wenn man so einem alten Traktor erstmal ins Gesicht geschaut hat. Zwar hat sich das Aussehen von Treckern später stark verändert, in Sprachgebrauch haben Traktoren aber noch jahrzehntelang Bulldog geheißen. Herr Klocke, was konnten solche alten Maschinen früher denn eigentlich schon? Solche Maschinen konnten Lasten ziehen auf der Straße, aber auch als mobile Antriebsaggregate eingesetzt werden zum Antrieb von Dreschmaschinen, von Häckselmaschinen, Kreissägen und so weiter. Und mit was für Treibstoffen sind diese Geräte gefahren? Eigentlich lief so ein Bulldog mit allem, was Kraft hergab, mit Naphthalin, mit Paraffin, mit Altöl, mit Rohöl und wenn es sein musste auch mit flüssiger oder ranziger Butter.
Im Prinzip war es eine ganz anspruchslose Technik. Genau so, das war so gedacht. Und der Konstrukteur Huber sprach immer davon, dass ein Schlepper für den Landwirt nicht einzylindrig, sprich robust genug sein konnte. Auch der Bulldog wurde später natürlich weiterentwickelt, zum Beispiel zum Kühler-Bulldog, der erstmals am Fließband produziert wurde, immerhin schon in einer Stückzahl von mehr als 7000. Der hier hat noch das Originaltypenschild von 1939. Komfortabler dann schon der Eil-Bulldog, gewissermaßen das Flaggschiff der Lanz-Traktorenfamilie, Baujahr 1942. 55 PS stark, 45 Sachen schnell und dank Verdeck schon Überland geeignet. Vor allem Schausteller wussten das später zu schätzen. Alle diese Traktoren funktionieren nach dem Glühkopfprinzip und das wird hier an diesem alten polnischen Ursus von 1954 demonstriert. Der Treibstoff musste dazu erst in einer Glühkammer erhitzt werden und mit einem Schwungrad, das war meist das abgebaute Lenkrad, konnte der Trecker dann gestartet werden. Etwas Glück sprang er dann auch an. Inzwischen haben diese alten Trecker eine große Fangemeinde und Sammler zahlen horrende Preise, bis zu 50.000 Mark für ein gutes Stück. Von diesen Eindrücken aus den technischen Vorzeiten weiter zu einem Gespräch über die Zukunft. Erste Begegnung in der Praxis. Zufälliges Testgespräch auf einem Feld bei Schönebeck. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Traktoren? In der Lenkung sind sie ganz gut und solange wie sie neu, also ganz gut. Und wenn sie nicht mehr so neu sind? Dann wird es ja kritischer mit Ersatzteilen, das ist immer ein Engpass. Was haben Sie vorher für einen Traktor gefahren? In Belarus. Wo kam der her? Russland. Und wie verhielt der sich zu diesem Traktor? War der besser oder schlechter? Es war ja eine leichtere Maschine und Fahrweise war schlechter, weil dieser ja voll hydraulisch ist, die Lenkung. Und wie ist es für den Fahrer mit dem Sitz? Ist er bequem oder belastet er den Rücken? Es ist auszuhalten, aber es könnte etwas besser sein. Das Testgespräch als Vorgeschichte. Der Anfang liegt hier in einem alten, aus dem vergangenen Jahrhundert stammenden Betrieb, der 1945 enteignet und 1948 zum VEB-Traktorenwerk wurde. VEB, das heißt nach DDR-internem, spöttischen Sprachgebrauch auch Vaters ehemaliger Betrieb. In diesem Fall eine 1885 gegründete Fahrradfabrik mit dem anspruchsvollen Namen Weltrad. 1949 wurde der erste Traktor gebaut, 1953 betrug die Jahresproduktion ganze 1000 Stück. Damals hatte der Betrieb rund 400 Arbeiter. Inzwischen ist ein neues Werk gebaut worden. Aus der Improvisation der Stunde Null wurde ein Großbetrieb. 4.500 Mitarbeiter, Jahresproduktion heute 8.500 Fahrzeuge. Gebaut werden zwei Typen. Der 90 PS Traktor ZT300, Inlandspreis 40.000 Mark. Und im Hintergrund zu sehen, der selbstfahrende Feldhäcksler, den die Landwirtschaft für die Futtermittelernte braucht. Dieser Betrieb wurde uns von der DDR für den Bericht vorgeschlagen, wohl weil er dort als modern gilt. Aber das macht ihn nicht untypisch für die Arbeitswelt in der DDR. Wir waren eine Woche im Betrieb, in der wir sicher nicht alles gesehen haben, doch unsere Gesprächspartner konnten wir uns selbst suchen, auch diesen, einen älteren Mitarbeiter, der auf sein Arbeitsleben zurückblickt. Also ich habe 20 Jahre Leistung gearbeitet und bringe jetzt die Leistung nicht mehr, wie es in jüngeren Jahren war. Und da hat man mir andere Arbeit gegeben, die ich dementsprechend machen kann. Eine leichtere Arbeit und das Geld ist dasselbe. Sie verdienen nicht weniger als früher. Wie viel verdienen Sie? Ich habe 3,86 Mark. Mit welcher Rente rechnen Sie? Ich rechne ungefähr so eine 400 Mark. Und was ist jetzt Ihr Monatslohn? Also jetzt habe ich 700 Mark, etwas über 700 Mark. Was wollen Sie noch machen mit Ihrem Leben? Haben Sie noch irgendwelche großen Pläne? Ja, was soll ich denn für große Pläne haben? Die paar Jahre versuche ich jedenfalls über die Runden zu kommen. Ja? Das ist wichtig für mich. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? In der Freizeit, ich habe einen kleinen Garten und da mache ich sozusagen Freizeitgestaltung, habe immer meine Beschäftigung. Und zu Hause der Frau mithelfen. Was machen Sie in den Ferien? In den Ferien, ich fahre fast jedes Jahr weg. Wohin? FDGB, je nachdem, was vom Ferienplatz ich bekomme. Ja, danke vielmals. Bitte. Mit der Zigarre sahen wir ihn auch an den folgenden Tagen am Arbeitsplatz. Er dankt der Arbeiterklasse.
ob er ihr noch angehört. In der DDR gibt es laut Honecker noch Klassenunterschiede, gilt der Marx'sche Satz, dass das Sein das Bewusstsein bestimme. Und die Hierarchie jedenfalls ist klar. Der sich bei der Arbeit die Finger schmutzig machen muss, im Lärm der Fabrikhalle steht, dessen Arbeit kontrollierbar ist und dessen Lohn nach gemessener Leistung berechnet wird, das ist auch in der DDR der Arbeiter und seine zu erbringende Leistung bestimmt das Montageband. In Schönebeck sind die Ingenieure stolz auf das Band, weil es, wie sie sagen, einen technischen Fortschritt darstellt. Auf ihm werden im Wechsel, ohne dass Umbauten nötig sind, zwei verschiedene Fahrzeugtypen gebaut, der Traktor und der Häcksler. Fachleute mögen die Fortschrittlichkeit dieses Systems beurteilen, genauso wie die Frage, ob die Montagetechnik am Band noch zu modernisieren ist. Vorrangig ist eine andere Frage. Beim Traktor, sein Motor ist übrigens ein MAN-Lizenzbau, sei der Takt leicht zu schaffen. Beim Häcksler, dessen Konstruktion sehr viel komplizierter ist, sei das schon schwieriger. Wo mehr verlangt wird, hüben oder drüben, soll offene Frage bleiben. Aber kein Zweifel, dass jedenfalls in diesem Betrieb, wenn sich Veränderungen am Arbeitsplatz ergeben, wenn anders oder mehr gearbeitet werden soll, diskutiert wird. Und alles, so sagte mir ein Arbeiter in einem Gespräch ohne Kamera, alles lassen wir uns auch nicht gefallen. Mir erschien das glaubhaft. Die Brigade, so bezeichnet man in der DDR das Team zusammenwirkender Arbeiter, ist ein Machtfaktor. Und je stärker ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, desto selbstbewusster reagieren die Arbeiter, sind eher Argumenten als Befehlen zugänglich. Die Brigade wählt sich ihren Leiter, den Brigadier selbst, und hat bei der Festlegung des Jahresplanes Mitspracherecht. Ganz sicher ist dieses Maß an Basisdemokratie in den Betrieben der DDR sehr unterschiedlich ausgeprägt. Widersprüche gibt es bei Überstunden, die nötig werden, weil es mit der Bereitstellung der Montageteile aus rund 500 Zulieferbetrieben nicht immer klappt. Unbeliebt, aber unvermeidbar ist die Schichtarbeit in bestimmten Abteilungen. Rund 30 Fahrzeuge laufen pro Tag vom Band. Zwei Arbeitsunterbrechungen, 15 Minuten Frühstück, eine halbe Stunde Mittag. Daran hat sich nichts geändert. Auch die Stechuhren am Eingang der Halle sind ein Symbol der uns vertrauten Arbeitswelt. Und es gilt auch die alte Rechnung, man arbeitet, weil man Geld verdienen will, und zwar möglichst viel. Das Lohnsystem beruht auf dem Leistungsprinzip. Der Betrieb hat die Lohngruppen 3 bis 6, das heißt, die Spanne liegt im Monatslohn zwischen 550 und 1100 Mark. Bei Planerfüllung winkt eine Jahresendprämie und vielleicht auch zusätzlicher Urlaub. Neben der Schichtzulage gibt es für Wochenendarbeit 50% Zuschlag, an Feiertagen 100%. Das ist der materielle Rahmen der Arbeitswelt der Krauses. Wenn schlechter Monat ist, über 700 Mark. Und jeder Monat ist natürlich mehr, ja, 800 Mark. Haben Sie übrigens eine Vorstellung, was zum Beispiel Leute verdienen, die hier so einen Betrieb leiten? Nee. Was denken Sie? Ist mehr? Ja. 1400, 1500. Denken Sie. Feierabend, am fröhlichsten sind die Ausländer. Auch in der DDR sind 8 Stunden Arbeitszeit nicht der ganze Tag. Sie arbeiten, um zu leben, leben nicht, um zu arbeiten. Das System der Entlohnung, der Anreiz, bei guter Leistung mehr zu verdienen, ist deshalb so wichtig, weil mit mehr Geld der Feierabend schöner wird. Dabei ist die Spanne zwischen höchsten und niedrigsten Einkommen nicht sehr groß. Der Durchschnitt liegt bei 850 Mark. Die Gründergeneration. Und so sehen die aus, die das Erbe antreten. Solches Bild wäre vor 10 Jahren in der DDR undenkbar gewesen. In der betriebseigenen Berufsschule werden 500 Lehrlinge ausgebildet. Lehrzeit 2 Jahre, Lehrgeld zwischen 95 und 135 Mark. Im ersten Lehrjahr arbeiten sie 3 Tage in der Woche praktisch, an 2 Tagen ist theoretischer Unterricht. Im zweiten Lehrjahr ist der Ausbildungsplatz die Produktion. Lehrstellen gibt es für jeden. Ob es immer die gewünschte ist, entscheidet der Notendurchschnitt im Abgangszeugnis der Schule und der Bedarf der Wirtschaft. Eine neue Generation von DDR-Bürgern. Ob unser Gesprächspartner typisch ist, bleibt offen. Mir erschien er jedenfalls nicht untypisch. Wie gefällt ihm sein Arbeitsplatz? So wie es hier ist? Ja, ein bisschen anders. Manchmal ist es ein bisschen langweilig, aber man lernt eine ganze Menge. Mehr als in anderen Berufen. Was hat er sich besser vorgestellt? Besser? Naja, eigentlich wollte ich ja nicht Werkzeugmacher werden. Ich wollte eigentlich was mit Elektrotechnik machen, aber das ging nicht. Da haben wir die Leistung nicht gereicht.
Wie sieht er seine nächsten Jahre? Es kommt drauf an, wenn ich erstmal zur NVA muss, gleich nach der Lehre, dann vielleicht nach der NVA ein Abendstudium oder vielleicht bekomme ich eine Delegation zur Fachschule irgendwie und vielleicht einen Ingenieur machen, wenigstens erstmal ein Meister. NVA, das ist die Armee, der Wehrdienst. Und was macht er in der Freizeit? Da arbeite ich zu Hause an Verstärkern, hauptsächlich mit Elektronik. Und ob zu lachen, Mensch, ich kann nicht dafür. Das war Sweet Hitchhiker, Creedence Clearwater Revival. Und jetzt habe ich einen Titel von einer ganz neuen Purple LP, Come Taste the Band, und zwar I Need Love, Deep Purple. Jugendtanz, Disco genannt, im Kulturhaus des Werkes. Veranstalter ist die FDJ, die Jugendorganisation in der DDR. Der Diskjockey betreibt seine Aufgabe als Hobby. Westliche Musik ist keineswegs verpönt, sie muss nur im Rahmen bleiben. Und wenn man ihn überschreitet, den erlaubten Satz von 40% westlicher Musik, darf man sich nicht erwischen lassen. Mit der ideologischen Knute wacht keiner mehr darüber. Bilder aus der Arbeitswelt der Krauses. Auch eine deutsche Arbeitswelt, aber mit anderen politischen Vorzeichen, weil die Kommunisten nach 1945 die Überzeugung vertraten, die Wiederholung des Nationalsozialismus in Deutschland könne nur ausgeschlossen bleiben, wenn die Wirtschaft sozialisiert wird. Eine Überzeugung, die damals auch manche Christdemokraten und viele Sozialdemokraten teilten. Außerdem sei nur eine sozialistische Wirtschaftsordnung sozial gerecht. Anstelle einer Bilanz nur eine Bemerkung, weil naheliegende Vergleiche jeder selbst zu ziehen vermag. Das Maß an Mit- und Selbstbestimmung am Arbeitsplatz findet seine Grenzen in der Gesetzmäßigkeit einer industriellen Leistungsgesellschaft, die die DDR genauso ist wie die Bundesrepublik. Und das Maß an Selbstverwirklichung in der Freizeit wird dadurch bestimmt, dass auch nach fast 30 Jahren der andere deutsche Staat mit vielen Kinderkrankheiten zu kämpfen hat. Allerdings, das Recht auf Arbeit ist in der DDR ein Verfassungsrecht. Eine Arbeitswelt, in der keiner zu Reichtum gelangen, aber auch keiner ins soziale Abseits geraten.